Was du hier vor dir hast, ist nicht das, was du normalerweise ein Game nennen würdest. Es ist wohl mehr eine interaktive Meditation, erschaffen aus sehr verstreuten Unterlagen, die uns auf seltsamen Wegen in die Hände fielen. Erschaffen haben wir sie den Instruktionen entsprechend, die uns der anonyme Übersender der Originalunterlagen hinterließ. Viele der fremdartigen und undeutlichen Ereignisse, denen du in diesem, wie immer du es nennen wirst, begegnest, lauern dort nur wegen der Anweisungen, welche uns genau hinterlegt wurden. Vielleicht war dies alles nur ein mysteriöser Scherz, obwohl es uns nach allem eher unwahrscheinlich erscheint. Falls es dich aber beruhigt, betrachte es einfach als nur eine weitere urbane oder besser silvane Legende. Wie auch immer. Wir empfehlen dies an einem dunklen, ruhigen Ort spielen. Und bleib besser allein. Und damit willkommen bei Knock Knock, dem inzwischen x-ten Versuch, muss ich dazu sagen. Ich hatte eigentlich schon eine ganze Aufnahme fertiggestellt, die leider asynchron wurde und wollte da dann irgendwann später auch nochmal, also noch bevor ich das bemerkt habe, wollte ich noch irgendwie weiter wieder aufnehmen. Eigentlich sollte das Ganze hier ein Let's Play werden, aber irgendwo ist dann das Spiel abgeschmiert und ich kam auch nicht mehr voran und jetzt wird's halt nur ein kleines Let's Show. Wir hier doch mal anfangen. Und der Sound von dem Ganzen ist schon immer so ein bisschen gruselig. Also es geht ziemlich auf die Atmosphäre, der Sound, und dementsprechend wollen wir natürlich nicht immer nur den Sound überreden, deswegen manchmal werde ich ein bisschen stiller sein, um euch dieses Sounderlebnis auch nicht vollends zu verweigern. Unser spielbarer Charakter sieht ein bisschen komisch aus. Etwas hat mich geweckt, als wäre ein Fenster zerbrochen. Oder eine Tür wurde geöffnet. Deine Stimme ist auch total komisch und wird nicht einfach zu finden sein. Dies ist ein großes Haus mit dutzenden Räumen und einige habe ich lange nicht mehr betreten. Ich fühle mich in letzter Zeit so erschöpft. Und da ist unser Charakter. Verdammt, Migräne. Als würde jemand ein Loch in meinen Schädel bohren. Teilweise dauert es einfach länger, diese ganzen Texte abzuwarten, als wir vom Spiel sehen. Wir können hier mit dem Mausrad rausscrollen, sehen unser Haus. Das wird sich immer wieder verändern und was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist abwechselnd mal eine Nacht zu überleben. Ich bin völlig übermüdet und ich kann einfach nicht einschlafen. Im Dunkeln sehe ich ständig seltsame Dinge, die bei Lichte betrachtet wieder verschwinden. Wie lange noch bis Sonnenaufgang? Also wir müssen abwechselnd immer mal Nächte im Haus verbringen. Und dann wieder mal eine Nacht einfach nur eine Uhr im Haus finden. Die werdet ihr auch so gleich sehen, also die kommen auch ansonsten. Und nachdem wir dann diese Uhr gefunden haben, müssen wir raus in den Wald. Das ist immer abwechselnd. Also würde ich behaupten, dass es immer abwechselnd war. War bisher so. Moment mal, was ist mit der Zeit geschehen? Mir ist, als stünde sie still. Warum endet die Nacht nicht? Irgendwas ist hier oberfaul. Und in diesem Raum werden wir, denke ich, jetzt mal auch eine Zeit finden. Ruhe finden. Das Fiese ist... Finden wir eine Uhr? Nein, wir finden keine Uhr. Das Fiese ist eigentlich,
dass dann manchmal die Lichter wieder kaputt gehen. Das ist meist ein Anzeichen dafür, dass da irgendwelche Gestalten sind, die er sich dann auch einbildet. Ach, da unten ist die Uhr. Genau, falsch gegangen. Super. Die Gestalten kosten uns wieder Zeit, wenn wir durchlaufen, und wenn die kosten immer einen bestimmten Beitrag von der Zeit. Ups. Und wenn man diesen Beitrag von der Zeit nicht mehr abziehen könnte. So funktioniert das also. Ich kann die Zeit vergehen lassen. Na gut, wenn der Morgen nicht von selbst kommt, dann bringe ich uns eben zu ihm. Uns. Mich und das Haus. Wenn die Zeit nicht mehr reicht und man durch einen dieser Geister läuft, hat man das Level verloren und startet von neuem. Die Tür ist offen. Das heißt, dieses Level hier müssen wir in den Wald gehen. Oder bei diesem Level. Und naja, diese Geister kosten einen Zeit, und teilweise ist es so, dass Türen hinter einem wieder zuschlagen. Von hier kam also das Klopfgeräusch. War ich wirklich so unvorsichtig, die Tür zu entriegeln und nicht wieder zu verschließen? Ich habe Angst, nachts nach draußen zu gehen, aber ich muss nachschauen, um sicher zu gehen, dass es nur der Wind war. Mal im Ernst, das würde ich niemals tun, wenn meine Tür plötzlich offen ist. Das Blöde ist, also teilweise werden Türen dann hinter dir wieder irgendwie verriegelt, Lichter gehen dann auch wieder aus, und weswegen ich mich dann eigentlich dazu entschieden habe, kein Let's Play draus zu machen, war die Situation, als ich in dem Haus einen Raum ganz in der Ecke hatte, wo die Tür einfach immer verriegelt wurde, und ich konnte sie nicht aufschließen, und aus diesem Raum kamen aber immer Geister. Also ich konnte sie aufschließen, aber theoretisch nicht, weil durch diesen Raum kamen immer wieder Geister raus, und dadurch konnte ich nicht in diesen Raum reinkommen. Konnte dieses Loch in der Wand durch Licht auch nicht mehr, und konnte die Nacht nicht beenden. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal auftreten würde, aber naja, was ist denn das für ein Geräusch? Die Uhr tickt wieder. Ich bin also endlich wach. Wie üblich noch vor dem Morgengrauen, aber die Sonne wird bald aufgehen. Hört sie das? Ich muss nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Im Traum war die Haustür unverschlossen. Jemand hatte geklopft. Ich musste nachschauen. Und dann kam ich im Wald wieder zu mir und ich habe kaum zurückgefunden. Wir können uns verstecken. Ich mache das jetzt einfach mal, um es zu zeigen. Das Blöde ist, dann läuft die Zeit wieder rückwärts. Dementsprechend sollte man sich nicht verstecken. Was schönste ist halt wirklich, wenn du in einen anderen Raum gehst, die Tür in dir zufällt und es klopft. Mal schauen. Ein Moment, ich warte, bis sich meine Augen an das Licht gewöhnt haben. Er schließt dann immer, nachdem wir ein Licht angemacht haben, kurz seine Augen, und dann sieht er eigentlich das, was wirklich in dem Raum ist, und dadurch kann er halt diese Löcher in der Wand auch wieder schließen. Ich muss nur bis zum Sonnenaufgang durchhalten. Der wird alles wieder an seinen Platz rücken. Ich weiß auch gar nicht, ob in den vorderen Leveln hier jetzt schon irgendwie Hochgeister unterwegs sind. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich hier jetzt zeigen werde. Denn ich kenne das Ganze ja hier jetzt vom Anfang her schon, und dementsprechend ist es für mich jetzt eigentlich nicht so mehr die krasse Situation, weil es ist meist immer so, wenn man das dann kennt, weiß, was auf einen zukommt, ist es nicht mehr ganz so gruselig, horrormäßig. Und
oben. Da war nichts. Der Morgen ist nah. Ich muss nur bis zum Morgengrauen überleben. Das ist alles. So, wir können jetzt mal hier rausscrollen. Ihr seht ja, dieses Haus ist sehr interessant gebaut. Nee, aber ihr seht ganz neue Räume, die wir eben nicht hatten. Wir müssen jetzt irgendwie mal nach da oben kommen, aber ihr seht ja auch, die Zeit läuft weiter. Wir gehen da jetzt einfach mal in die Richtung, da wo eben irgendwo uns was gezeigt wurde. Denn da ist wahrscheinlich auch ein Loch in der Wand und vielleicht sehen wir da auch einen Geist. Das vergesse ich immer gerne. Man muss ja immer kurz mal abwarten. So, ihr werdet jetzt schon merken, ich komme gar nicht mehr bis nach da oben. Ich glaube, es war so ganz oben. Ich kann mal durch die dunklen Räume durchlaufen. Hier geht's, glaube ich, gar nicht weiter. Muss ich hier wieder runter? Hier noch durch. Und da ist aber auch schon die Nacht vorbei. Die Sonne geht auf. Versteckspielen in der Dunkelheit. Dies ist eine Mutprobe. Es ist also nicht Sinn der Sache, dich zu verstecken, während du spielst. Bleibe fair und warte auf das Ende. Wenn das Suchende sieht, dass jemand sich versteckt, fängt alles von vorne an. Der Erfolg besteht darin, zu erraten, wie das Suchende das Spiel versteht. Wenn es also zu jemandem sagt, du versteckst dich, diese Person steht aber frei herum, dann mag es vielleicht gar nicht darum gehen, ob man gesehen werden kann oder nicht. Meiner Meinung nach eine eher verwirrende Nachricht. Doch. Und jetzt haben wir, glaube ich, wieder ein Level, wo wir nur die Uhr finden müssen und es dann schon wieder raus in den Wald geht. Das Spiel dann mal weitergeht. Mal schauen, was er heute zu uns sagt. Sagt er etwas zu uns? Nein, aber wir wissen schon mal, wo wir hin müssen. Doch. Im Allgemeinen ist es dir am besten für die Psyche, in den Stunden vor der Dämmerung fest zu schlafen. Aber in jüngster Zeit hält mich diese Unruhe wach. Auf jeden Fall interessant. Mir ist, als wanderten die Räume selbst durchs Haus. Ehe ich mich also stundenlang rumwälze, werde ich das Haus überprüfen. Nachschauen, ob die Räume alle noch da sind, wo sie hingehören. Und das ist dann eigentlich auch so der interessante Teil in späteren Leveln, denn da geht es dann eigentlich wirklich nur noch darum, in jede Räume reinzugucken, über Licht anzumachen. Dieses Haus ist ein Beobachtungspunkt, eine alte Forschungsstation. Ich lebe hier seit meiner Geburt. Da geht es dann wirklich nur noch darum, irgendwo überall versuchen, das Licht anzuhaben, damit da nicht die Geister irgendwie reinkommen und... Ups, nee, wir machen erstmal das Licht an. Und... Sind wir schon im richtigen Raum? Fast. Ja, überall das Licht anzumachen, damit man da den Überblick irgendwie behält. Ich möchte über Vergangenes nicht nachdenken. Es ist weniger beunruhigend, im Dunkeln zu leben. Aber was mir an dem Spiel wirklich gut gefällt, ist die Atmosphäre, die geschaffen wird. Ich dachte nämlich eigentlich so, ja gut, ist ein recht harmloses Spiel. Gott sei Dank, der Morgen rückt näher. Kannst du dir eigentlich mal anschauen. Da ist die Tür wieder offen. Und auch ein Let's Play oder eine Show dazu machen. Ich will mich gar nicht erinnern. Ist sowieso alles Wiederholung. Der Zustand meines Kopfes gefällt mir genauso, wie er ist. Ja, gegen das Let's Play habe ich mich ja jetzt schlussendlich entschieden. Und mache halt nur ein Let's Show. Ich bin aber auch der Meinung,
Ich habe diese Tür nicht geöffnet und nichts lebt da draußen, das ich einschleichen könnte. Verdammt, ne? Ich bin halt auch der nichts dessen Willen ausreicht, der mich dort hinauszulocken. Und dennoch geht er raus. Der einzige Pfad, der hier existiert, führt einmal ums Haus herum. Aber ich sollte jetzt herausgehen und sicherstellen, dass keine neuen Pfade gewachsen sind. Ich muss sagen, oh Gott, jetzt habe ich gerade einen kleinen Schock bekommen. Seht ihr das Mädchen im Hintergrund? Was passiert, wenn ich da hingehe? Das verschwindet. Gut, das hatte ich nämlich vorher noch nicht gesehen. Das hat mir wirklich nochmal einen kleinen Schock jetzt gebracht. Jetzt müssen wir hier immer irgendwie das Haus suchen. Also es ist wirklich ein krasses Horrorspiel, muss ich sagen. Wenn man es im ersten Moment nicht denkt und vielleicht jetzt auch denkt hier, wenn man das Video guckt, ja, sieht ja recht harmlos aus. Guckt euch das Spiel mal selbst an, spielt's mal selbst. Nachts irgendwie macht euren Raum dunkel, setzt Kopfhörer auf und dann kriegt ihr plötzlich eine ganz andere Atmosphäre, als wenn ihr es hier nur guckt bei mir. Und ich bin kein Horror-Fan, muss ich ehrlich sagen, aber hin und wieder ist es mal ganz schön, aber dementsprechend will ich jetzt auch kein Let's Play mehr draus machen, auch weil mich das Spiel so ein bisschen genervt hat, muss ich auch gestehen. Da war doch eben schon wieder irgendwas, oder? Weiß ich nicht.